12. Mai 2017. Über Nacht hat sich ein gefährlicher Computervirus über die ganze Welt verbreitet. WannaCry, da willst du weinen, haben die Cyberkriminellen den Virus genannt, mit dem sie ihre Opfer erpressen und deren Computerdaten sperren. Das Lösegeld? $300 an ein anonymes Bitcoin-Konto. Der Angriff trifft mehr als 200.000 Rechner auf allen Kontinenten. Die Deutsche Bahn ebenso wie das russische Innenministerium oder den japanischen Honda-Konzern. In Großbritannien müssen sogar Krankenhäuser auf Notbetrieb umstellen. Aber wie kann es sein, dass ein einziges Schadprogramm gleichzeitig Unternehmen, Krankenhäuser und Geheimdienste in der ganzen Welt lahmlegt? Die Antwort hat einen Namen: Microsoft. Alle Opfer benutzen die gleiche Software, alle sind an der gleichen Stelle verwundbar, alle sind gleich abhängig von einem Konzern. Das gilt auch für die Verwaltung aller Staaten in Europa. Welche Folgen hat das? Dieser Frage sind wir, das Journalistenteam Investigate Europe, nachgegangen. Die Ergebnisse sind alarmierend. Es geht um die Daten aller Bürger. Jeder ist betroffen. Und die Abhängigkeit reicht viel tiefer als nur der Gebrauch von Microsoft Word oder Excel. Nahezu jede Behörde, vom Bürgeramt über die Kfz-Zulassungsstelle bis zum Finanzamt, arbeitet mit eigens geschriebener Software für ihre Zwecke. Diese vielen tausend Spezialprogramme sind für das Betriebssystem Windows geschrieben. Je komplexer die Informationstechnik damit wird, umso tiefer verstrickt sich der Staat in das Microsoft-Monopol. Das weiß keiner besser als Martin Schallbruch, der 8 Jahre lang die IT der Bundesverwaltung gemanagt hat. Die Behörden in Deutschland sind de facto abhängig von Microsoft, weil in allen Amtsstuben Microsoft-Produkte eingesetzt werden. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo Microsoft nicht eingesetzt wird. Also das bedeutet zunächst einmal, dass man nicht ohne weiteres eine andere Software einsetzen kann, weil die Dokumente alle in Microsoft vorliegen, weil die Anwender alle auf Microsoft-Programme geschult sind, weil die entsprechenden Server, die eingesetzt werden, auch mit Microsoft-Software laufen. Und das führt natürlich zu einer auch wirtschaftlichen Abhängigkeit. Und wie wird sich das weiterentwickeln, wenn das jetzt noch mal 10 oder 20 Jahre so weiterläuft? Die Sorge, die ich persönlich habe, ist, dass mit der Abhängigkeit von einzelnen Herstellern auf der einen Seite und mit der Virtualisierung der gesamten IT, das heißt mit der Verlagerung von IT in die Cloud, also in Server, die irgendwo in fernen Serverparks stehen. Die Kontrollfähigkeit, Steuerungsfähigkeit des Staates im Hinblick auf seine eigene IT immer weiter abnimmt. Und man insofern gar nicht mehr in der Lage ist, als Behörde zu beurteilen, wie sicher ist meine IT, wie sicher sind die Daten der Bürgerinnen und Bürger, wie lange dauert es, wenn ich neue Funktionen implementieren will, wie teuer ist meine IT, wie viel billiger könnte sie sein und so weiter. Das heißt, man hat immer weniger Aussagefähigkeit. Die Abhängigkeit ist die Folge eines Geschäftsprinzips, mit dem sich die großen Softwarehersteller und ganz besonders Microsoft weltweit Monopole geschaffen haben. Die Geheimhaltung des Quellcodes. Moderne Software wird in Programmiersprachen geschrieben. Es entsteht das genaue Rezept eines Programms oder eines ganzen Betriebssystems, der Quellcode. Diesen Quellcode kann jeder IT-Spezialist nachvollziehen. Der Rechner und seine Prozessoren verstehen diese Sprache jedoch nicht. Darum muss der Quellcode von einem Übersetzungsprogramm in Maschinencode umgewandelt werden. Den können aber nur Computer lesen und verstehen. Das ist der Quellcode für die Aufforderung "Zeige Hello World an", wie es in jedem Programmierkurs zuerst gelehrt wird. Und so sieht der gleiche Befehl übersetzt in Maschinencode aus. Microsoft stellt seinen Kunden nur den Maschinencode zur Verfügung, den aber kein Mensch begreift. Den Quellcode hält der Konzern geheim, um sich vor Nachahmern zu schützen. Dieses Geschäftsmodell nennt man proprietär. Nur der Hersteller selbst ist in der Lage, seine Software zu ändern, zu verbessern, zu korrigieren und Sicherheitslücken zu schließen. Doch das liefert die Anwender auf Gedeih und Verderb dem Hersteller aus. Alle Daten der Bürger,
von der Steuererklärung bis zum Bußgeldbescheid, fließen durch die großen Rechenzentren der staatlichen Verwaltung. Wir besuchen einen dieser hochgesicherten Serverparks in Hamburg, dessen genauen Ort wir nicht verraten und schon gar nicht filmen dürfen. Gegen die offene Flanke Microsoft schützen die Zäune und Schleusen aber nicht. So, das ist eines der Rechenzentrumsräume von Dataport, eines von mehreren. Ja. Dataport ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Ja. Wir gehören dem Staat, wir gehören den Ländern hier oben im Norden und Sachsen-Anhalt, auch Kommunen, kommunale Träger. Und wir machen ausschließlich Datenverarbeitung für den öffentlichen Sektor. Jetzt kann ich Ihnen einen unserer Kühlungsräume zeigen, in der die Racks dann untergebracht werden. Also hier wird gerechnet, rechts und links, und das ist gleichzeitig hier abgeschlossen, weil das eben hier gekühlt wird. Welche Bedeutung hat Microsoft für die öffentliche Verwaltung? Also wir haben im Einsatz proprietäre Software, genauso wie auch Open-Source-Software. Es gibt Bereiche, in denen diese proprietäre Software gang und gäbe ist. Dazu gehört beispielsweise SAP, ist auch proprietäre Software, genauso aber wie die Software von Microsoft, von der die Leute sich gewöhnt haben, die eingeführt ist und die eine quasi de facto Monopolstellung hat. Wir wissen, dass wir Abhängigkeit reduzieren müssen und wir versuchen über verschiedene Strategien diese Abhängigkeiten von Fall zu Fall auch zu minimieren. Wir müssen dabei abwägen zwischen unterschiedlichen Übel. Was allerdings im Fall Microsoft bisher nicht so besonders gut gelingt, dass die Bundesverwaltung ihre Ausgaben für Microsoft-Lizenzen in den letzten 10 Jahren um mehr als 100% steigern musste. Ja, Microsoft ist in der Tat eine echte Herausforderung. Ist ja nicht nur so, dass die öffentliche Verwaltung Microsoft-Produkte einsetzt, sondern Microsoft-Produkte werden auch eingesetzt von der Wirtschaft und auch im privaten Sektor und werden auch in den Hochschulen eingesetzt und. Also wir haben sozusagen eine Eingewöhnungskultur an diesem Mechanismus und deswegen ist es eine echte Herausforderung, auch da Alternativen zu schaffen. Diese Alternativen gibt es längst. Sie beruhen auf einem grundlegend anderen Prinzip, genannt Open Source, quelloffen. Im Gegensatz zur proprietären Software von Microsoft und anderen Konzernen ist bei Open Source Programmen der Quellcode öffentlich, also die Sprache, in der sie geschrieben sind. Darum können hunderttausende Programmierer in aller Welt sie verbessern, erweitern und Fehler beseitigen. Die kollektive Arbeitskraft des Schwarms der Programmierer entdeckt und schließt Sicherheitslücken und produziert höchst effizient modernste Software, darunter auch die weltweit angewandten Betriebssysteme Linux und Android. Im Gegensatz zu Microsoft Windows ist Linux lizenzfrei und kostenlos zu beziehen. Und Unternehmen und Verwaltungen können es für ihre Zwecke anpassen, ohne den Hersteller um Erlaubnis fragen zu müssen. Trotzdem glauben die meisten staatlichen IT-Manager, für die Verwaltung führe kein Weg an Microsoft vorbei. Dabei ist mit Open Source längst ein profitabler Wirtschaftszweig entstanden. Dass es keine Alternativen gibt, ist schon lange nicht mehr wahr. Das mag vor 20 Jahren der Fall gewesen sein, als man alle Software sich noch auf seinen Windows-PC installieren musste. Warum steigen dann nicht die europäischen Staaten im großen Stil um sich von dieser Abhängigkeit zu befreien? Das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion um die erneuerbaren Energien. Wissen Sie, das war doch alles unmöglich und Solar funktioniert nicht und das ist alles viel zu teuer und so weiter. Und schauen Sie, was wir jetzt haben. Wir haben ja Tage, wo wir fast 100% aus erneuerbaren Energien beziehen. Warum ist da was passiert, trotz all dieser Unrufe? Weil es erleichtert wurde und incentiviert wurde, es zu tun. Dann wurde es getan und dann sah man, aha, das geht ja. Das ist mit Software so nicht anders. Woher rührt der große Widerstand im Staat? Sie dürfen nicht vergessen, dass dieses, ich nenne das mal Microsoft-Monopol, ja schon vor 35 Jahren entstanden ist. Und darum ist ja eine ganze Industrie entstanden. Und sehr, sehr viele, die daran interessiert sind, dass das so bleibt. Da sitzen viele auch in den IT-Abteilungen der Behörden, die diese Veränderung gar nicht wollen, weil sie wissen, es wird letztlich in ihr Geschäft reinbeißen. Tatsächlich können sich Open-Source-Programme durchaus mit Microsoft-Produkten messen, wie die Firma OpenExchange zeigt. Diese Software soll das ganze Office-Paket von Microsoft ersetzen können? In der Software ist tatsächlich all das drin, das Sie vielleicht von Microsoft kennen. Hier ist zum Beispiel das E-Mail-Programm. Dann haben wir ein Adressbuch. Natürlich können wir auch Termine verwalten. Selbst Ihre Aufgaben, Ihre To-Dos lassen sich hiermit verwalten. Oder eben meine gesamten Dateien. Und nicht zuletzt die Möglichkeit, Texte zu editieren, Tabellen zu kalkulieren und Präsentationen zu demonstrieren.
Aber was machen Sie mit den ganzen Dokumenten, die von außen kommen? Also eine Behörde zum Beispiel, da werden permanent irgendwelche Word-Dokumente von einem zum anderen weitergereicht. Der Vorgesetzte muss gegenzeichnen. Es gibt einen permanenten Workflow mit einem und demselben Dokument. Ja. Das können Sie ja hiermit gar nicht machen, oder? Doch, das können wir. So wie Sie das erzählen, klingt das, als ob es das Normalste von der Welt sei, Office-Software über das System zu beziehen, also aus der Cloud, völlig unabhängig davon, dem eigenen Rechner. Die meisten haben aber davon noch nie was gehört. Weil sie es gar nicht wissen. Wenn Sie zum Beispiel der Kunde von der 1&1 oder der Deutschen Telekom oder der Vodafone, Arcor, France Telekom sind und die Mail von denen benutzen, den Kalender dort benutzen, dann benutzen Sie bereits unser System. Und Ihren Umsatz machen Sie womit? Wir verdienen unser Geld damit, dass wir denen professionelle Support bieten, dass die Systeme laufen. Wir, wissen Sie, das sind vielleicht 1/10 Promille all unserer Anwender, von denen wir Geld kriegen. Die sind aber sehr groß und deswegen geben die uns genug Geld, dass wir die anderen 99,999% kostenlos bedienen können. Das klingt ziemlich wirtschaftlich. Das ist ein sehr schön. Wir wachsen 45% jedes Jahr seit 9 Jahren in Folge. Bei den Unternehmen der freien Wirtschaft ist die Nutzung von Open-Source-Software längst Standard. Weltkonzerne der neuen Digitalökonomie wie Facebook, Amazon, Google, PayPal arbeiten nur mit Open-Source. Niemals würden sie ihrem Konkurrenten Microsoft über die Software Zugang zu ihrer Informationstechnik geben. Doch die Staaten Europas liefern sich immer wieder dem alten Monopol aus. Per Vertrag. Darin wird vereinbart, zu welchen Bedingungen staatliche Einrichtungen Microsoft-Programme nutzen dürfen. Das deutsche Innenministerium muss Einsicht in solche Verträge geben. So steht es im Informationsfreiheitsgesetz. Doch das Ministerium hat alle wesentlichen Teile geschwärzt, nämlich Preise, Konditionen und Sicherheitsauflagen. Begründung? Geschäftsgeheimnisse, die Microsoft geltend gemacht hat. Der Konzern entscheidet also, was die Öffentlichkeit über seine Geschäfte mit dem Geld der Steuerzahler erfährt. Die Bundesregierung erlaubt mit dem Microsoft-Vertrag allen staatlichen Einrichtungen, von der Kommune bis zum Bundestag, die Software direkt von den Händlern des Konzerns zu beziehen. Das ist ein Milliardengeschäft. Aber es ist rechtlich fragwürdig, denn diese Art von Verträgen setzt europäisches Recht außer Kraft. Demnach ist es staatlichen Stellen verboten, Produkte und Dienstleistungen, die den Wert von 135.000 Euro überschreiten, ohne öffentliche Ausschreibung von nur einem Anbieter zu kaufen. Der amtierende IT-Chef der Bundesregierung, Peter Batt, hat damit kein Problem. Wie rechtfertigt der Datenchef aus dem Innenministerium die Umgehung der Ausschreibungspflicht? Eine Ausschreibung findet sehr wohl statt, weil Microsoft nicht selbst verkauft, sondern Microsoft verkauft über Zwischenhändler, die dann anbieten und die in der Tat im Wettbewerb miteinander stehen. Aber Herr Batt, das wäre so, als ob die Verwaltung, wenn sie für den Fuhrpark neue Autos kauft, den Wettbewerb unter Volkswagen-Händlern anheizt und alle anderen Hersteller ausschließt. Also das ist doch kein Wettbewerb. Also die Ausschreibungen, die sind zunächst mal offen für alle. Aber die eindeutige Mehrheit der deutschen öffentlichen Hand entscheidet sich, so ist einfach die Faktenlage, eher für den Industriestandard als für so eine eher als Experiment empfundene offene Lösung. Was dann dazu führt, dass jede Kommune, jede Landesverwaltung gemäß den Konditionenverträgen einfach eine Ausschreibung macht, wir brauchen neue Microsoft-Lizenzen, wer gibt uns die Microsoft-Lizenzen am billigsten? Das kann in vielen Fällen so sein, ja. Das muss nicht in allen Fällen so sein. So einfach ist es nicht. Die EU-Gesetzgebung verbietet ausdrücklich, einzelne Unternehmen bei der staatlichen Auftragsvergabe zu bevorzugen und Markennamen in den Ausschreibungen zu nennen. Im Fall Microsoft halten sich die Staaten aber nicht daran. An der niederländischen Universität Groningen hat der Fachanwalt für Vergabe- und IT-Recht, Mathieu Papst, diese Praxis 4 Jahre lang untersucht. Verstoßen Rahmenverträge mit Microsoft gegen das EU-Recht? Ja. Ja, natürlich verletzt es europäisches Recht. Und wenn man Institutionen fragt, warum macht ihr das? Dann sieht man, dass die für die Ausschreibung Zuständigen schon wissen, dass sie europäisches Recht verletzen. Aber sie werden antworten, die Europäische Kommission macht es doch auch so. Wie kann es sein, dass die oberste EU-Behörde ihre eigenen Regeln bricht?
Meine Kollegin Maria Maggiore vom Journalistenteam Investigate Europe ist langjährige Korrespondentin in Brüssel und weiß, wen man fragen muss. Okay. Und wen treffen wir jetzt? Jetzt treffen wir die Frau, die in der Kommission für die IT verantwortlich ist. Sie werden den Vertrag mit Microsoft erneuern. Ich habe gehört, dass Sie nächstes Jahr wieder einen Vertrag mit Microsoft schließen werden. Das Login, die Abhängigkeit geht weiter. Nächstes Jahr läuft der Vertrag mit Microsoft aus. Verhandeln Sie bereits einen neuen? Noch nicht. Aber der Plan ist, Verhandlungen mit Microsoft für die Desktop-Anwendungen zu beginnen und Angebote einzuholen von Microsoft-Zwischenhändlern. Verstößt die Aushandlung eines solchen Rahmenvertrags nicht gegen das Beschaffungsrecht, das offenen Wettbewerb fordert? Nein. Die Vergabevorschriften sehen verschiedene Verfahren vor. Und natürlich ist das Standardverfahren eine öffentliche Ausschreibung. Aber für das Verhandlungsverfahren gibt es feste Richtlinien. Danach handeln wir vollkommen legal, wenn nur ein Anbieter diese spezielle technische Lösung bieten kann und es keine Alternative gibt. Und wie wir gesehen haben, wenn wir eine öffentliche Ausschreibung machen, würden wir ohnehin bei Microsoft landen. Und es wäre viel teurer. Denn jetzt verhandeln wir gemeinsam mit Microsoft eine Preisliste und bekommen hohe Rabatte. Well, it sounds very reasonable. Tja, das klingt sehr vernünftig, heißt aber eigentlich, dass sie ein Problem innerhalb der Kommission haben. Offensichtlich sind sie locked in, das heißt abhängig. Sie sind in einer suboptimalen Situation, weil sie so abhängig davon sind, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, dass sie sogar meinen, ohne die Microsoft-Software nicht funktionieren zu können. Das sagt mehr über ihre eigene Institution aus als über das Vergaberecht. Sie müssen ihre internen Probleme lösen, aber sie können nicht einfach das Gesetz missachten. Was genau fordert das Beschaffungsrecht? Das Gesetz benennt verschiedene Kriterien, nach denen ein Markenname in einer Ausschreibung erwähnt werden darf. Das Login ist kein solches Kriterium, um die Vergabevorschriften zu verletzen. Es geht auch anders. In München hat die Stadtverwaltung unter Führung des ehemaligen SPD-Oberbürgermeisters Christian Ude seit 2004 80% ihrer Rechner von Microsoft Windows auf das Open-Source-Betriebssystem Linux umgestellt. Das Projekt Limux genannt, galt als großer Erfolg und fand Nachahmer auch in anderen europäischen Städten. 2012 vereinbarte der damalige Wirtschaftsreferent Dieter Reiter mit Microsoft, die Deutschlandzentrale nach München zu verlegen. 2014 wurde Reiter dann selbst Oberbürgermeister. Seitdem betreibt er gemeinsam mit der CSU im Stadtrat die Rückkehr der Stadtverwaltung in die Arme des Monopolisten. Der Beschluss für Limux damals, gegen den viele von uns auch in der CSU waren, das war ein reiner Neidbeschluss. Mit den 100 Millionen ist es bei Weitem noch nicht getan, weil ein Monopolist einfach darauf ausgelegt ist, Folgeaufträge zu akquirieren. Also ein großes Beispiel für Geldverschwendung. Besinnen Sie doch sich bitte eines anderen. Dankeschön. Der Oberbürgermeister lässt die Argumente der Opposition von Unabhängigkeit und Sicherheit mit dem Limux-System nicht gelten und nennt im Schlusswort sein ganz persönliches Argument. Aber alles, was wir hier an Krücken kreiert haben, ist einfach nicht das, was ich seit 10 oder 15 Jahren von meinem privaten Geschäftsverkehr kenne. Und deswegen war ich ganz persönlich der Meinung, dass ein Umstieg sinnvoll ist, Kolleginnen und Kollegen. Dann frage ich zum Referentenantrag nach Gegenstimmen. Das ist gegen die Stimmen der Grünen, der FDP, der BIA, der Linken und der ÖDP. Mehrheitlich so beschlossen. Herzlichen Dank. Ist die Rückkehr zu Microsoft die Gegenleistung für die Verlagerung des deutschen Konzernsitzes nach München, den Sie seinerzeit verhandelt haben? Gibt es diesen Zusammenhang? Nein, den gibt es definitiv nicht. Was ich angestoßen habe und was wir heute beschlossen haben, ist, dass wir unsere IT etwas schlagkräftiger, zukunftsorientierter, betriebssicherer,
kurz für den Anwender und für die Bürgerinnen und Bürger effektiver gestalten wollen. Dabei ist die große Mehrheit der städtischen Angestellten durchaus zufrieden mit Limux, ergab ein Gutachten. Allerdings wurde die IT-Verwaltung schlecht gemanagt, fanden die Gutachter, auch weil die Referatsleiter eigenmächtige Entscheidungen treffen durften. Es gebe aber kein grundlegendes technisches Problem, versicherte der bisherige Münchner IT-Chef gegenüber dem Fachinformationsdienst Heise Online. Wir dürfen die betroffenen Mitarbeiter der Verwaltung nicht befragen. Mit uns zu sprechen wurde ihnen untersagt. Ein Experte aus der städtischen IT-Abteilung ist dennoch bereit, anonym zu berichten. Was ist dran an der Behauptung, dass die Open-Source-Systeme in der Münchner Verwaltung nicht funktionieren? Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir haben immer versucht, dass die Referate und Mitarbeiter der Stadt gut arbeiten können. Und ich finde, das ist auch ganz gut gelungen. Es gibt auch in Schulungen immer wieder Leute, die sagen, warum soll man das jetzt wieder ändern? Das funktioniert doch alles. Aber 10.000 Formulare wurden für quelloffene Software angepasst. Was passiert denn jetzt mit denen? Es muss jetzt ein neues Vorlagensystem geschrieben werden für Microsoft Office. Das wird nicht billig werden und die ganzen Vorlagen müssen konvertiert werden. Oder jedes Referat wird wieder händisch, wie damals, eigene Vorlagen pflegen. Und das wird dann wieder eine Explosion der Daten geben und das wird irgendwann nicht mehr managebar sein. Es ist kein technischer Grund, es ist Politik und Limux war Verhandlungsmasse. Natürlich steckt auch politischer Wandel, politischer Wechsel dahinter. Das war ein rot-grünes Projekt und München war ja 24 Jahre rot-grün regiert. 2014 gab es eine große Koalition und die CSU war immer schon gegen das Linux-Projekt, gegen freie Software für Microsoft. Außerdem der Wechsel beim Oberbürgermeister. Herr Ude hat es mit Linux sehr vorangetrieben und Herr Reiter hat sich schon im Wahlkampf als Microsoft-Fan geoutet. Und dann wurde schnell Linux zum Sündenbock. Die neuen Bürgermeister hatten nicht sofort funktionierende Mobilgeräte und dachten, das liegt sicher an Linux. Lag natürlich nicht an Linux, aber so wurde alles auf Linux als, wie gesagt, den Sündenbock fokussiert. Der erneute Umstieg wird für München sehr teuer. Eine vorläufige Kalkulation ergab fast 90 Millionen Euro bis 2020. Die Lizenzgebühren an Microsoft kommen da noch obendrauf. Das Projekt Limux ist alles in allem ein Erfolg. Und das Dümmste, was man tun kann, ist, erst viel Geld auszugeben für eine Lösung, um dann mit nochmal viel Geld umzusteigen auf eine andere. Aber ich bin überrascht, dass die Unabhängigkeit, um die wir von vielen Städten im In- und Ausland beneidet wurden, jetzt nichts mehr wert sein soll und das Vertrauen wieder voll einem Konzern geschenkt wird, der praktisch mit einem Schlitten fahren kann, wenn er eine monopolähnliche oder vollkommene Monopolstellung erlangt hat. Die IT-Sicherheit schien uns bei Limux nach Gutachten aller Seiten besser zu sein. Das wird auch nicht ernstlich in Zweifel gezogen. Und die Unabhängigkeit war uns wertvoll. Natürlich hat sie ihren Preis und über den kann man streiten. Aber wir haben damals uns für die Unabhängigkeit von einem amerikanischen Konzern entschlossen, dessen Umgang mit der Macht wir schon selber gespürt haben. In Rom startet die Verwaltung gerade mit dem Umstieg, den die Münchner Microsoft-Freunde jetzt aufgeben wollen. Und auch die italienische Armee hat begonnen, sich von Microsoft zu lösen. Sie hat auf jetzt schon 30.000 Rechnern die Bürosoftware Microsoft Office durch das Open-Source-Programm LibreOffice ersetzt. Abbiamo visto che LibreOffice e Microsoft Office erano. Wir haben gesehen, dass LibreOffice und Microsoft Office unsere Anforderungen gleichwertig erfüllen. In einer Studie haben wir untersucht, wie unsere Benutzer Microsoft Office verwenden und stellten fest, es geht alles genauso gut mit LibreOffice. Wir haben beide Programme verglichen und konnten keinen Effizienzverlust bemerken. Dieses ist ein Dokument in Writer und dort steht es in Word. Ja, das ist das Programm LibreOffice Writer, das kenne ich. Ja, dort ist es in Word geöffnet und, wie man sieht, das Gleiche.
Es ist ein mittelfristiges Projekt und läuft von 2016 bis 2020. Durch die Umstellung sparen wir 28 Millionen Euro, eine beträchtliche Summe. Die französische Gendarmerie Nationale ist den Italienern einen Schritt voraus. Sie stellte nicht nur die Bürosoftware um, sondern wechselte wie die Münchner Verwaltung auch das Betriebssystem von Windows zu Linux und sparte so rund 20 Millionen Euro in 8 Jahren. Trotzdem gerät die Polizeibehörde nun massiv unter Druck. Investigate Europe hat eine Anweisung aus dem Innenministerium gesehen, mit der eine Rückkehr der Gendarmerie zu Microsoft erzwungen werden soll. Hat der Konzern so einen Einfluss? Einer, der das seit langem verfolgt, ist Etienne Gonu von der französischen NGO April, die für die Anwendung freier Software streitet. Vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, kam Bill Gates, immerhin der Gründer von Microsoft, wegen seiner Stiftung nach Frankreich und wurde direkt vom Präsidenten empfangen. Und einige Monate später erfährt die Öffentlichkeit von einer Partnerschaft mit dem Bildungsministerium. Es gibt da also einen privilegierten Zugang. Das zeigt sich auch daran, dass Lobbyisten von Microsoft E-Mail-Adressen haben, die auf Intradev enden. Das ist die Endung der Ministerien. Das heißt, sie wurden von den Mitarbeitern für einfache Kollegen gehalten. Moment, Microsoft-Mitarbeiter haben selber E-Mail-Adressen aus den Ministerien? Sie hatten nicht nur den Zugang zu den Gebäuden, sondern auch E-Mail-Adressen, die auf intradev.gov.fr enden. Hier zeigt sich die totale Vermischung. Haben Sie dafür Beispiele? Der Cheflobbyist von Microsoft Frankreich war eine Zeit lang als parlamentarischer Mitarbeiter tätig. Es gibt also viele Drehtüren, so nennt man das wohl, wenn jemand erst als parlamentarischer Mitarbeiter oder im Ministerium arbeitet und dann zu Microsoft geht. Oder umgekehrt. Sie haben ein extrem gut entwickeltes Netzwerk. Im verantwortlichen Verteidigungsministerium war niemand bereit, uns zur Zusammenarbeit mit Microsoft Auskunft zu geben. Doch Investigate Europe hat einen IT-Experten aus der französischen Staatsverwaltung gefunden, der bereit ist, darüber zu sprechen. Wir sind an einem neutralen Ort verabredet, denn er muss anonym bleiben, um seinen Job nicht zu verlieren. Meine Pariser Kollegin Leila Minano hat außerdem Dokumente gefunden, die belegen, wie eng die französische Regierung mit Microsoft kooperiert. Okay, Sie arbeiten für die französische Regierung. Wir haben ein Dokument hier, aus dem geht hervor, dass ein Mitarbeiter mit einer E-Mail-Adresse des Verteidigungsministeriums operiert und schreibt, während wir gleichzeitig aus einem anderen Dokument erkennen können, dass genau dieser Mitarbeiter selber eigentlich bei Microsoft angestellt ist. Können Sie erklären, wie das möglich ist? Sie nutzen leider die Nachlässigkeit der Administratoren aus, die in der Tat oft E-Mail-Adressen der öffentlichen Verwaltung an Fremdfirmen vergeben, wenn die dort arbeiten. Und sicherlich hilft das einem Techniker oder einem Projektleiter, der den Auftrag hat, Microsoft-Technik in Umlauf zu bringen. Denn obwohl er für eine Fremdfirma arbeitet, wird er als Mitarbeiter der Verwaltung wahrgenommen und nicht als Dienstleister, was er aber tatsächlich ist. Wie eng dieses Verhältnis ist, zeigt auch ein Geheimvertrag, den das Verteidigungsministerium seit 10 Jahren mit Microsoft unterhält. Von dessen Abschluss und Inhalt wurde nicht einmal das Parlament unterrichtet. Es ist ein Vertrag zwischen dem französischen Verteidigungsministerium und Microsoft. Und wir haben keine Daten, weder über den Geldbetrag noch über irgendeine rechtliche Regelung. Alles geschwärzt. Was in diesem Vertrag wichtig ist, ist die Summe, die dafür gezahlt wurde. Auch sie geschwärzt. Und dieser Vertrag wurde nicht einmal dem Senat zum Beschluss vorgelegt. Eine einflussreiche Senatorin hat direkt beim Verteidigungsminister nachgefragt. Du musst sie unbedingt treffen. Sie hat gerade einen Untersuchungsausschuss formell beantragt. Wieder ein geschwärzter Vertrag. Wieder verbietet der Konzern der Regierung, ihrer Informationspflicht gegenüber der Öffentlichkeit nachzukommen. Aber jetzt soll endlich ein Parlament prüfen,
was Microsoft tatsächlich an Lizenzgebühren aus der Staatskasse bekommt. Dem Vernehmen nach sind es rund 200 Euro pro Arbeitsplatz und Jahr. Hochgerechnet auf ganz Europa wäre das ein zweistelliger Milliardenbetrag, der für eine offene europäische Software gut angelegt wäre. Wird es in Frankreich gelingen, das Schweigekartell zu brechen? Für mich war es absolut unerlässlich, diesen Untersuchungsausschuss zu fordern, denn wir haben keine genauen Zahlen bekommen. Doch es ist das Recht und die Pflicht eines Abgeordneten, zu erfahren, was ein Vertrag kostet. Vor allem ein so wichtiger Vertrag, der offenbar ohne Ausschreibung zustande kam. Experten waren dagegen, denn es gibt andere Lösungen. Zum Beispiel hat sich die Gendarmerie gegen Microsoft entschieden und für einen Vertrag mit dem freien Betriebssystem Linux, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Das Verteidigungsministerium ist dem nicht gefolgt. Und es gab eine undichte Stelle, jemanden, der gesagt hat, es gehe mindestens um 130 Millionen Euro. Aber die Summe ist vermutlich noch sehr viel größer. Und ich weiß, es gab ziemlichen Druck seitens des Verteidigungsministeriums, damit es zu keinem Untersuchungsausschuss kommt. Also gab es sicher, verzeihen Sie bitte das hässliche Wort, eine Form von Lobbying, was von Microsoft ausging. Die gesamte französische Armee operiert mit Programmen von Microsoft. Was bedeutet das für die nationale Sicherheit und Souveränität von Frankreich? Es ist eine sehr ernste Angelegenheit, denn ein Angriff auf Microsoft und die Netzwerke des Verteidigungsministeriums könnte theoretisch eine Reihe von Soldaten bei Auslandseinsätzen wirklich gefährden. Die Microsoft-Systeme sind auch ein Sicherheitsrisiko, denn sie sind überkomplex und verwundbar. Und nur die Microsoft-Experten kennen den Quellcode. Der Chaos Computer Club kritisiert das seit langem. Naja, faktisch kann eine Sicherheitsüberprüfung nur bei dem Konzern selbst stattfinden. Man begibt sich da sehenden Auges in eine fortwährende Abhängigkeit. Die Verwundbarkeit der Office-Programme von Microsoft ist um ein Vielfaches größer als beim Open-Source-Programm LibreOffice. Das hat die italienische Armee untersuchen lassen. Und es ist auch leicht zu demonstrieren. Jedes Textprogramm speichert ein Dokument in Form von Code-Informationen, die der Nutzer normalerweise nie zu Gesicht bekommt. Derselbe eine Satz erzeugt im Format von LibreOffice 10 Zeilen Code-Informationen. Unter Microsoft Word sind es mehr als 100 Zeilen. So bietet Microsoft gefährlich viel Platz zum Einschleusen von Computerviren. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, bestätigt, das Microsoft-Format bietet einem Angreifer dementsprechend mehr Angriffsfläche. Die Sicherheitslücke für den WannaCry-Virus zeigt die Dimension des Risikos. Die Prüfer des Konzerns haben die Programmierfehler entweder 10 Jahre lang nicht bemerkt und darum in alle Microsoft-Systeme seit XP eingeschleppt, oder aber sie kannten den Fehler, haben ihn aber geheim gehalten. Tatsache ist, der amerikanische Supergeheimdienst NSA hat genau diesen Fehler genutzt, um damit ein Spionagewerkzeug zu programmieren und so lange einzusetzen, bis es vermutlich ein Mitarbeiter stahl und an Cyberkriminelle verkaufte. Muss der Staat angesichts solcher Gefahren nicht auf Offenlegung des Quellcodes für all seine Software bestehen? Vor allen Dingen sollte man das, nachdem man 4 Jahre lang in den Snowden-Veröffentlichungen lesen konnte, wie angreifbar man ist und mit welchen Mitteln die amerikanischen Geheimdienste vorgehen. Und dass eine Essenz der Snowden-Veröffentlichungen ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den Konzernen und den Geheimdiensten so eng ist und dass die Konzerne auch verpflichtet sind, mit den Geheimdiensten zu arbeiten. Man hätte unbedingt daraus Konsequenzen ziehen müssen. Das Einfallstor für amerikanische Geheimdienste durch die Microsoft-Programme hält auch der renommierte Datenschutzjurist Johannes Kaspar für nicht hinnehmbar. Denn das Grundgesetz verpflichtet den Staat, die Daten seiner Bürger unbedingt zu schützen. Ja, es gibt ein Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Aber jetzt unterliegt ja der Microsoft-Konzern amerikanischem Recht.
Ja, die Konsequenzen sind natürlich sehr weitreichend. Wir wissen ja, dass unter dem PRISM-Programm die großen amerikanischen Internetfirmen Datenzugriff gewährleistet haben. War Microsoft an diesem Programm auch beteiligt? Unter anderem. Und das zeigt natürlich, wie brisant es ist, auch sich in Abhängigkeit zu begeben, aus denen man ja nicht so plötzlich dann wieder rauskommt. Zu all den Themen dieses Films, auch zur Verstrickung mit den US-Geheimdiensten, wollten wir mit Microsoft reden. Doch man hatte 4 Monate lang keine Zeit für uns. Auch unsere schriftlichen Fragen blieben unbeantwortet. Eine Kollegin von heise.de hat mir einen Tipp gegeben. Meine Investigate Europe-Kollegin Elisa Semantke ist zum Thema Sicherheit auf ein brisantes Geheimpapier des Bundesamts für IT-Sicherheit, des BSI, gestoßen. Demnach hegen auch Fachleute dort erhebliches Misstrauen gegen Microsoft. Bereits 2014, vor Abschluss des laufenden Konzernvertrags, stellten sie darum 46 Forderungen, um eingebaute Sicherheitslücken zu schließen und Microsoft zum angemessenen Umgang mit den Behörden zu verpflichten. Aber der eigentliche Hammer, der kommt auf Seite 20. Anfragen des BSI an Microsoft, das müssen wir im Innenministerium nachfragen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat ja einen umfangreichen Katalog von 46 Forderungen gestellt, die im Vertrag festgeschrieben werden sollten. Jetzt gab es in diesem Forderungskatalog eine Stelle: Anfragen des BSI an Microsoft werden inzwischen teilweise gar nicht mehr oder nur mit großer Verzögerung beantwortet. Insbesondere werden unangenehme Fragestellungen des BSI an Microsoft in aller Regel völlig ignoriert. Das klingt so ein bisschen so, als ob da ein großer amerikanischer Konzern der deutschen staatlichen Sicherheitsbehörde auf der Nase rumtanzt. Nein, das ist nicht so, dass das BSI hier drastische Worte wählt, um eine gute Verhandlungsposition zu haben, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Microsoft will vielleicht nicht unbedingt über Probleme und Schwachstellen zu einem Zeitpunkt Auskunft geben, zu dem sie selbst noch glauben, dass es das vielleicht auch gar nicht so gibt oder dass sie das möglichst schnell beheben können. Wurden diese Forderungen alle erfüllt? Diese Forderungen sind erfüllt worden. Ich habe gehört, dass sie innerhalb des Vertrages nicht erfüllt wurden. Ja, das ist richtig. Wir waren nicht mit allen Regelungen in der Verhandlung durch und haben in der Tat noch nachverhandelt. Da können Sie gerne bei den Kollegen vom BSI noch mal über die Modalitäten, die Sie da vereinbart haben, sprechen. Das ist so. Das haben wir natürlich sofort versucht. Und so lautet die Antwort: Leider können wir einen Drehtermin derzeit nicht realisieren. Gerne können Sie uns Ihre Fragen aber schriftlich zukommen lassen. Auch das haben wir getan. Aber die Behörde verweigerte die Antwort. Das Europäische Parlament will sich schon lange nicht mehr auf Zusicherungen der Amerikaner verlassen. Nach der Snowden-Affäre erhob es harte Forderungen nach Unabhängigkeit für die staatliche IT in Europa. We need the Commission, we need the Parliament to urge clearly on the member states to deliver rules and standards on how they do their national security. Der Abgeordnete Jan-Philipp Albrecht, der Vorkämpfer des EU-Datenschutzrechts, erklärt warum. Sollte es uns nicht gelingen, uns als Europäer von den geschlossenen Source Codes zu lösen, die Microsoft und andere anbieten, und unsere eigenen offenen Quellcodes stattdessen einzubauen, dann droht die Gefahr, dass wir als Europäische Union, als europäischer Markt quasi zur Kolonie dieser Unternehmen werden, weil wir nicht kontrollieren können, was mit den Daten passiert. Die zuständige Generaldirektorin der EU-Kommission, Frau Ingestad, sagt: Wir wollen das mit Microsoft ausgehandelte Verfahren weiterverfolgen. Es ist für uns die einzige Alternative, von der wir wissen, sie funktioniert. Das ist natürlich eine wirklich, muss man schon sagen, offene Lüge. Denn erstens ist es natürlich möglich, den Ablauf der Dateiverarbeitung, der Informationsverarbeitung in Verwaltungen wie der Europäischen Kommission umzustellen auf Open-Source-Software. Es gibt dafür Alternativen. Aber wie soll das gehen? Es gibt doch gar nicht die nötigen Anbieter. Es gibt diese Anbieter mittlerweile, die sind nicht wettbewerbsfähig. Das ist der einzige Unterschied. Das Problem lässt sich aber allein dadurch lösen, dass man in der Europäischen Union sagt, zumindest in öffentlichen Ausschreibungen wollen wir offene Standards zum Grundstandard machen. Und wenn wir wirklich eine Alternative aufbauen, dann sollte es uns das wert sein, da auch Geld in die Hand zu nehmen, um ein europäisches Alternativmodell offener Standards auch wirklich aufzubauen, eine Art Airbus-Projekt für die Digitalisierung aus Europa auf den Weg zu bringen.
Die EU-Kommission hatte bereits 2013 ein Programm beschlossen, mit dem die europäischen Institutionen und auch die Mitgliedsländer sich aus der Gefangenschaft von nur wenigen amerikanischen Softwarekonzernen befreien sollten. Warum haben die Kommissare diese Politik wieder aufgegeben? Ich denke nicht, dass wir diese Politik aufgegeben haben. Aber die einzige Lösung ist, mehr zu investieren und aufzuholen. Kritiker warnen, dass die staatlichen IT-Systeme durch die Bindung an die Microsoft-Monokultur sehr verwundbar bleiben. Sagen wir, wir ändern unser System und dann soll es keine Cyberattacken mehr geben? Da bin ich nicht Ihrer Meinung. Das sagt ja niemand. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Bei proprietärer Software kennt man den Quellcode nicht. Ist es nicht ein Sicherheitsrisiko, die staatliche IT mit einer Blackbox zu betreiben? Was ist die Lösung? Microsoft nicht benutzen? Denken Sie, Microsoft ist wie eine Blackbox und Windows steckt voller Feinde? Sollen wir die Nutzung von Microsoft-Software in der EU verbieten? Die Lösung hat das Parlament selbst vorgeschlagen. Man sollte die Veröffentlichung des Quellcodes zur Bedingung für den Kauf von Software für den Staat machen. Die Europäische Kommission hat darauf bislang überhaupt nicht reagiert. Und obwohl in großen Reden von Herrn Juncker und auch von Staats- und Regierungschefs wie Frau Merkel natürlich immer wieder gefordert wurde, dass man eine unabhängige Digitalindustrie aufbauen muss, ist da in diese Richtung noch überhaupt nichts passiert. Liegt das Parlament denn da so falsch? Ich glaube nicht. Aber wir halten uns an die Vergabeverfahren, um neue Software zu beschaffen. Es sind offene Ausschreibungen. Sorry, für die Desktop-Rechner und die Büroprogramme gibt es keinen Wettbewerb. So einfach ist es nicht, nur irgendeine Software zu verbieten und dann gibt es keine Probleme mehr. Keine Cyberattacken, keine Cybervorfälle, nichts. Alle werden glücklich und alle sind geschützt. Tut mir leid, das hat niemand behauptet. Auch ich nicht. Doch Sie haben das gesagt. Das ist das einzige Problem, das wir in der Europäischen Union haben. Nein, es gibt viele Probleme. Aber das mit Microsoft ist wie der Elefant im Raum, über den keiner sprechen will. Darum machen wir diesen Film. Ich finde, die Politik sollte sich nicht in Wirtschaftsfragen einmischen. Wir müssen einfach mehr investieren. Wenn man den offenen Quellcode zur Bedingung für die Beschaffung von Software für die staatlichen IT-Systeme machen würde, würde das genau die Alternative schaffen, die Sie suchen. Und es würde das Monopol überwinden. Open Source zur Bedingung zu machen, wäre der Big Bang für die europäische Softwareindustrie. Binnen kurzer Zeit würden wir großartige Lösungen für die staatliche IT bekommen, unabhängig von den Vereinigten Staaten. Das ist cool. Es wird sicherlich Zeit brauchen, bis hier Gesamteuropa in eine andere Richtung eventuell gehen kann, die erfolgversprechend ist. Der Bundestag forderte auf vertrauenswürdige und offene Standards, Interoperabilität, Nachhaltigkeit und höchste IT-Sicherheit zu drängen und die Abhängigkeit von Monopolstrukturen im Bereich der Hard- und Software abzubauen. Was ist denn nach diesem Bundestagsbeschluss praktisch geschehen, um diese Forderungen zu erfüllen? Also die Forderungen sind ja jetzt nicht wie eine Überraschung über uns gekommen. Nö, das glaube alles, ich, hat es lange Vorläufe gegeben. Bestimmt. Das sind alles Grundsätze, die wir seit jeher verfolgen. Aber gleichzeitig wird jetzt ein neuer Konditionenvertrag mit Microsoft ausgehandelt, oder? Ja, natürlich. Wie sollte es anders sein? Thank you.